Hören Sie gut zu, Günsche. Ich werde mir nicht anders als Fräulein Brauner meine Frau selbst das Leben nehmen. Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Panoptikum ausgestellt wird. Ich darf dem Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen. Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein. Günsche, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich werde ihn ausführen. Du musst den Führer verlassen. Erich, ich brauche 200 Liter Benzin. Geht es um Leben und Tod? Bis zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Ich habe entschieden, nicht die Absicht, in Berlin zu sterben. Das kann ich dir am Telefon nicht sagen. Überleg's dir, ich rufe wieder an. Das war ein Befehl!